Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Uns wurde in der letzten Folge unsere Basis genommen. Wir müssen einen neuen Platz finden. Ich würde ehrlich gesagt irgendwo, ja, an der Wand bauen, aber dann müsste ich höchstwahrscheinlich alles neu bauen. Wie viel kann ich noch tragen? Nicht wirklich viel. Ja, komm, wir sollten erstmal. Weißt du was? Wir packen jetzt unsere Basis hier hin. Und hier muss sie ja wohl hinpassen, oder? Da steht Kämpfer legen, 12 Kronkorken. Natürlich kannst du es nicht an einer Stelle, wo es alles schön ist. Wie sieht es hier mit der Straße aus? Ah, hier ist ja schon was. Was haben wir denn hier? Was? Gott, nein. Oh, ich weiß, wo ich bin. Ah, nein. Bitte sei nicht hier. Eine Bombe. Wollen wir es doch mal versuchen? Was bist du für einer? Ach, du bist so ein Scharfschütze. Okay, alles gut. Ja, da staunst du. Da staunst du. Ich bin auch ein Scharfschütze. Da kannst du nichts machen, ja? Wo ist er jetzt hin? Und wer bist du? Okay. Könnt ihr mal sehen, wie gut ich gucken kann, Alter. Okay, Bombe. Blauer Draht. Ist der Boden jetzt planiert? Na, guck mal, was ist da, das ist was rausgekommen. Ein Metallbottich. Wow. Weiß nicht, was es bringen soll, ehrlich gesagt, das Ding, zu entschärfen. Und ich frage mich, ob das eine Bombe ist, die ein anderer Spieler geworfen hat. Es soll ja irgendwo das Ziel sein, eine Bombe zu werfen, ne? So. Was haben wir denn hier? Schrotpatronen. Patronen sind schon mal sehr gut. Klebeband. Achso, ich dachte, das wäre Blackwater Brew. Ich dachte, das wäre eine Haarklammer gewesen. Schachtel Zigaretten. Eine Laborstation. Sehr schön. Ein bisschen Gewicht loswerden. Aber wie gesagt, ich hätte gerne meine eigene Basis zurück. Weil ich fand das eigentlich toll, mich da irgendwie zurückzuziehen. Jetzt gehe ich wieder zu den Supermutanten zurück. Können natürlich die Stelle aufsuchen, wo wir das letzte Mal gebaut haben. Aber ich weiß nicht, ich bezweifle, dass ich das nochmal hinkriege, da hinzubauen. Ja, komm, wir haben jetzt Platz geschaffen, jetzt können wir auch die Mission machen. Und dann gucken wir mal. Wir müssen uns eigentlich irgendwo aufbauen, weil wir da auch unser Sa Wasser sammeln und hast du nicht gesehen. Also wir brauchen es eigentlich dringend. Ja, gut, die Luft ist hier nicht so gut. Habe ich hier eine Gasmaske oder so? Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Ausrüstungsticket ausgegeben. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Okay, vielleicht kriege ich jetzt gleich eine Gasmaske. Das wäre ganz schön. Ich wollte Blackwater Brew, ne? Wasser. Ziehen wir uns ein bisschen Alkohol rein. Begeben Sie sich bitte zum Prüfungsziel Holoband für Untersuchungseinweisung ausgegeben.
Okay, Feuerteufelsachen. Okay, zack, zack, zack. Alter, was falsch gemacht, ne? Ich hab das Pastorengewand angezogen. Wie sehe ich denn jetzt aus? Moment, Waffe niederlegen. Waffe niederlegen. Danke. Ja, ich sehe aus wie ein Feuerteufel. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein. 10 mm Patrone zugefügt, was? Ich habe eine Waffe bekommen. Anti-verbrannten Trainingspistole. Das Ding ist halb kaputt. Ich muss das jetzt mal reparieren. Ja, coole Sache, coole Sache. Dann bauen wir vielleicht doch erstmal unsere Basis auf. Ich werde jetzt noch einen Ort aufsuchen, wo ich es eventuell aufbauen kann. Wenn es dann nicht geht, dann sage ich euch ganz ehrlich, baue ich neu auf. Offscreen, selbstverständlich, ne? Also ohne euch. Ihr müsst ja nicht zusehen, wie ich mich aufrege wegen irgendwas. Okay, das hier sieht doch schon mal ganz vernünftig aus, oder? Ist trotzdem Gefälle drin. Aber ich versuche es einfach. Ich will auch nicht zu weit weggehen. Wieso minus 51 Kronkorken? Da steht 12. Kann nicht platziert werden außerhalb Baubereichs. Ein Scheiß ist das außerhalb des Baubereichs. Willst du mich eigentlich verarschen? Es ist. Geht das so weit nach hinten, mein Gebäude? Okay, gut, dann nehme ich dich jetzt mal. Und pack dich hier an den Rand. Überschneidung mit anderen Objekten. Du willst mich doch verarschen, das Spiel, oder? Ja. Ist denn? Kleine Statue. Ach, kannst du mit Atoms kaufen. Okay, dann ja, dann baue ich neu auf. Nicht jetzt, aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst. So, das habe ich doch gelagert, oder nicht? Jetzt hier völlig verarschen, oder? Hier, gelagert. So traurig. Was haben wir hier? Ist das die Rüstungswerkbank? Rüstungswerkbank, ja. Das ist ein anderer Scheiß. Zum Kotzen. Ich wollte reparieren, ne? Ja. Hallo? Ich drehe jetzt nicht durch. Nein, ich drehe jetzt nicht durch. Alles wird gut. Alles wird gut, Leute. Macht euch mal keine Sorgen.
Okay. So bin ich jetzt so krass überladen. Ach, wegen der Scheiße wahrscheinlich, ne? Was? Und wo bin ich jetzt? Reparieren wir das mal. Es hat aber lang gedauert, bis es angekommen ist. Ach Gott. Waffen. Da, dich kann ich jetzt nutzen, ne? Sehr schön. Bergrüstung, letzte Schritte. Nein, ich wollte es nicht lagern. Ich wollte gucken. Was wollte ich jetzt machen? Ach, genau. Hilfsmittel, Berghonig. Wasser, will ich halt zum Alkoholiker, ist mir egal. Da, die Süppchen. Hier, krieg ich auch nochmal. Ja, komm, ziehen wir uns den ganzen Alkohol mal rein. Oh Gott. Wasser, gibt mir das auch noch. Sahne. Sahne gibt mir auch noch. Erkrankungschance 15%, cool, dann nehme ich mit. Schmutziges Wasser nehme ich mit. Ich hätte gerne normales Wasser, aber hey. Dafür muss ich hier erstmal mein Camp aufbauen. Wuhu. Ach ja, schön. Komm, Bier. Dann Süppchen. Die River Ale. Schönes Lagerbier. Du bist alkoholabhängig. Geil! Genau, was ich wollte. Oh Mann. Ach. Das läuft. Also so beginnt man gerne eine Aufnahme. Erstmal schön Haus verschwindet. Man kann es nirgendwo wieder aufbauen, weil es einfach unmöglich ist. Und dann wird man auch noch krank, alkoholabhängig. Ja, ich habe heute alles durch. Ich habe heute alles durch. So. Wo ist jetzt nochmal mein... Jetzt ist mein Quest die verschwunden. BTF. Was bringt eigentlich die Waffe insgesamt? Schaden gegen Verbrannte und 20% weniger gegen alles andere. Wirklich eine gute Waffe. Ist wirklich eine gute Waffe. Ach, da ist es doch. Gehen wir mal rein. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt Wasser abtragen können in diesem Gebiet. Es sieht nicht wirklich wasserfreundlich aus. Und wenn, sollte man das vielleicht nicht trinken. Aber egal. Ich werde nach der Folge die Basis da aufbauen, so wie sie quasi aussieht. Nur halt, dass es passt. Oh. Kann ich hier was trinken? Kryogranate. Grubenleuchte. Seife, Spüllappen, brauche ich nicht. Selbstgebrannter Cranberry. Auf der Toilette. Da sieht man mal wieder, wie professionell diese Leute arbeiten. Davon will ich auf jeden Fall noch was trinken. Was macht der Stuhl da oben? Klebeband. Na gut, hier haben wir nichts mehr. Ich vermute mal, ich muss hier rein. Nur so eine Vermutung. Aber wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Warum liegt hier überall Seife? Waschen die sich hier unten gerne, oder?
lassen die gerne die Seife fallen. Ich würde erklären, warum sie da rumliegt. Ein Haken. Wieso war der jetzt so traurig, der Typ? Hätte er denn nicht glücklich sein sollen, weil ich etwas geöffnet habe? Was bringt mir mein Alkoholabhängigkeit? Gasmaske, Wahrnehmung minus 2. Ja, das ist die beste Quest aller Zeiten, muss ich sagen, ne? Krankheitsresistenz minus 50%. Red Away verdünnt? Ich habe mir ein verdünntes... Wann habe ich mir ein verdünntes Redway reingezogen? Aber Krankheitsresistenz 10%. Das heißt, wir sind jetzt bei minus 40%. Gut genährt, gut hydriert. Aber was ist meine Alkoholabhängigkeit? Ist mir egal. Mir egal. Gut. Warnung, nicht betreten. Was wird ignoriert? Ich bin Badass. Seht ihr das hier? Ich bin ein Badass. Mich interessiert das nicht. Na, guck mal, gleich schon die erste Leiche da. Euch geht's gut, ja? Ich werde jetzt extra schleichen, um A, Munition zu sparen und B, um die Haltbarkeit der Waffe zu sparen. Ich habe gehört, es gibt eine Quest, wo man eine Waffe bekommt, wo die Waffe schnell kaputt geht. Deswegen habe ich auch gerade geguckt, dass die eine gute Haltbarkeit hat. Aber im Endeffekt könnte ich jede andere Waffe auch benutzen, oder? Da falle ich nicht auf rein. Oh! Ein Punktvisier. Oh, ist das geil. Das finde ich gut. Aber die Waffe ist echt gut. Die ist ziemlich stabil. Ja, Kollege, kann ich dir was abnehmen? Timothy Wolfie. Netter Name. Bleichrot. Ist sonst nur Scheiße drin. Nichts, das man gebrauchen kann. Medizinischer Flüssigkeitsspender. Ey, weiß nicht, ich mag solche medizinischen Fachbegriffe und deswegen nehme ich sie gerne mit. Das hört sich immer so wertvoll an. Dabei sind sie wertlos. Also, und ich weiß, dass sie wertlos sind und trotzdem nehme ich sie mit. Das ist ein bisschen strange. Okay. Ganz schön denn geladen dafür, dass in diesem Schrank eigentlich nichts ist, ne? Okay, was habt ihr denn für mich? Hatte der eine nicht eine Krone oder so? War da nicht was? Also ich muss sagen, diese komischen Verbrannten sind ziemlich intelligent. Die bewegen sich nämlich nicht und tun so, als wären sie so eine verbrannte Statue. So ein Ding. Aber, womit die nicht gerechnet haben, ist, dass ich einen verdammten Wetzmodus habe, der... Tagebuch des Jägers der Verbrannten. Okay, Truppführer. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Schnauze Zeit. Die Aufnahme läuft. Eintrag 2. Wir haben Timothy Wolf und Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Der Rest hat es mit knapper Not geschafft. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt nochmal! Das ist Selbstmord! Zur Hölle damit, ich hau ab! Nein, du haust nicht ab! Du bleibst bei uns! Warum? Damit wir nacheinander draufgehen, bis wir alle tot sind? Ha, ohne mich! Weißt du was, Sai? Seit wir die Verbrannten bei den Farmen angegriffen haben, benimmst du dich wie ein Feigling! Und jetzt sind Tim und Andrew deinetwegen tot! Wovon
aber wir bleiben. Und wir haben auf dem Weg hierher garantiert nicht alles aufgelöst. Aber merk dir meine Worte. Selbst wenn du es schaffst, wirst du nie wieder diesem Trupp angehören. Schön. Dann fahrt beide zur Hölle. Ich verschwinde hier. Du lässt ihn wirklich gehen? Ja, Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Guck dir diese Wallhacker an. Der schießt die ganze Zeit durch die Wand. Oder haben es zumindest versucht. Ich werde jetzt nicht so viel mitnehmen. Ich sehe auch überhaupt gar nichts, ey. Nur die Patronen. Sicherheitshalber. Wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein sehr sicherer Ort, wie man hört. Und da wartet der Tod. Ich könnte aber außen rum gehen. Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Dass ich auf der anderen Seite rauskomme oder dass ich alle töte? Abschlussprüfung. Okay, wir müssen hier irgendwie durchgehen. Wieso schießt er ab und zu zweimal? Ich weiß es nicht. Ich hab doch gesehen, dass du keine Statue bist. Ha, wen versuchst du denn da zu verarschen? Oh, noch ein Kern. Sehr schön. Oh, ich kann hier meine Sachen auseinanderbauen. Gib mal her den Scheiß. Wo schießt du? Ach, da. Du bist aber nicht derjenige, der schießt. Du hast ja irgendwie eine Schlagwaffe oder so, ne? Kümmern wir uns erstmal hier um Ausrüstung. So. Einmal Schrott kaputt machen. Hier, Hacke. Ach so. Das war das Ding ins Kiechens, ja? Ist doch bestimmt irgendwo so ein kleiner Boss noch am Ende. Oh. Das Feuer tut mehr weh als die komischen Viechers. Maxine, ja, du bist auch dort. Herzlichen Glückwunsch. Und Rita. Eintrag 3. Silvester hat das Team vor einiger Zeit verlassen. Nur Minuten nachdem er fort war, hörten wir seine Schreie durch die Mine hallen. Nur Rita und ich sind übrig. Trotz aller Gefahren haben wir irgendwie die Notbarke erreicht. Wir haben es geschafft. Was passiert, wenn wir das Signal aktivieren? Keine Ahnung. Wir sollten wohl einen Hinweis von Melody Larkin erhalten, wie wir hier hinauskommen. Es gibt keinen Grund, hier rumzustehen und abzuwarten. Drück drauf. Okay. Ich vermute mal, hier gibt es irgendwo ein Knöpfchen, das wir drücken und dann sind wir tot. Das ist doch keine Prüfung, das ist ein Selbstmord, oder? Also wenn es irgendwo ein Knöpfchen gibt, dann vielleicht da, wo sie gestorben sind. Aber vielleicht sind sie bis da hinten hingelaufen. Ich sehe hier auf jeden Fall kein Knöpfchen. Ich sehe die Brandaxt, ja, die nehmen wir mal mit.
Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Ich vermute mal, dass sie bis hierher zurückgerannt sind. Schengel ist der Mondaffe. Ach ja. Leider können wir ihn diesmal nirgendwo hinlegen. Aber das ist so traurig, dass man seine Sachen nirgendwo hinlegen kann. Kann man das nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einer Instanz regeln? Jengels, du bist zu fett. Kann ich doch was essen? Ich kann doch was essen, ich kann doch was trinken. Ziehen wir uns noch so einen Netzkuchen rein. So, und ab sofort nichts mehr mitnehmen. Es sei denn, es ist nur eine Coca-Cola-Flasche. Und ein Stimpaklum Buffout. Und Munition. Wiegt Munition hier eigentlich etwas? Tatsächlich. Vielleicht sollte ich die Munition ablegen. Was war das denn? Ich habe jetzt auch Wallhack an. Na, wie fühlt sich das an, ihr Pisser? Ich sehe euch doch da. Ach cool, ich kann nicht durchschießen. Ach, aber du kannst durchschießen, ja? Ist okay, nee. Ist überhaupt gar nicht unfair. Nee, nee, nee. Hallo. Ach, jetzt kann ich doch durchschießen. Das ist ja seltsam. Ich verstehe das Spiel nicht. Wieso habe ich gerade Ausdauer bekommen, als ich jemanden geplündert habe? Dieses Spiel ist sehr seltsam. Ne, Jungs? Boah. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Schmusis Wasser. Schießpulver. Es war nur Zufall, dass ich da genau Ausdauer bekommen habe, als ich was eingesammelt habe. Alles in Ordnung. Geht das hier weiter, oder? Weil ich habe da hinten ja noch diesen einen Raum gesehen. Hier geht's weiter. Aha! Rostiger Kanister. Abgekochtes Wasser. Klebeband. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich hier irgendwie noch eine Werkbank finden würde. Ja, das passt perfekt. Danke, Spiel. Ich wusste immer, dass du auf mich hörst. Ach ja. Liebe, gute, alte Schlossknappen. Wer kennt es nicht? Wer liebt es nicht? Na, ein bisschen Gewicht habe ich jetzt gewonnen, aber es ist auch nicht... auch nicht der Wahnsinn. So, doppelläufige Schrotflinte mit 80. Ich habe hier eine Pumpgun mit 68. Also ihr seht schon den Unterschied. Ich muss mir definitiv neue Sachen organisieren, ey. Also neue Sachen, keine selbstgebauten. Oder doch selbstgebaut, aber auf mein Level basierend. Der hier ist auch Stufe 10. Stufe 10. Stufe 15. Wie? Wieso ist das Ding wieder fast kaputt? Diesen Kack. Ja. Ja, dann geh weg. Ich habe jetzt den hier. Okay, was kann ich denn herstellen? Falls es denn geht. Spiele sagt ja momentan irgendwie was anderes. Ah, es geht. Abgekochtes Wasser. Brennstoff, okay, Heilung. Geht nix. Wald. Habe ich das gelernt? Ich weiß es nicht. Schießpulver. Aus Stoff und Säure. Wenn ich so viel davon habe, dann
Dann schmelzen wir noch ein bisschen was. Ach cool, das war's mit der Säure. Ach, wir können Dünger herstellen. Ah, das ist cool. Da muss man auch seine vergammelten Sachen nicht wegwerfen. Sehr schön. Wir brauchen zu Hause eine Laborstation, ich sehe schon. Wir brauchen erstmal ein Zuhause. Die arme Sau, hab ja kein Zuhause. Momentan. Ich hätte ja gern meine Sachen repariert, ne? Muss ich ehrlich sagen. Vor allem diese Waffe, die irgendwie nach 3 Schüssen kaputt geht. Geile Waffe ist das. Soll ich jetzt die Waffe nochmal reparieren? Frage ist, ob sich das noch lohnt. Ach, weißt du was? Es lohnt sich gar nicht, das Ding jetzt nochmal zu reparieren. Scheint nicht so, als würden hier jetzt noch so viele Gegner kommen. Und die Gegner, die kommen, die können wir auch so loswerden. Blast Radius, Black, irgendwas Spiel. Ach, hier geht's noch weiter runter. Oder kamen wir von hier? Ne, wir kamen von hier, alles gut. Hab hier gar nichts geöffnet. Jetzt hör mal auf rumzuspielen. Also, wir haben eine Sirene gehört, ne? Und vom Licht her würde ich sagen, war das hier. Aber ich sehe hier kein Knöpfchen oder so. Ja, gut. Hier sehen wir nichts. Dann würde ich mal glatt behaupten, wir beenden einfach die Folge. Wir sehen uns morgen draußen wieder. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Also, hier ist ehrlich gesagt nichts mehr. Ja gut, bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns oben wieder und gucken, ob dann irgendwie die Quest da oben weitergeht. Ja, haut rein. Ciao.